Auch ein langer Weg beginnt mit einem ersten Schritt. Unser Weg beginnt vor über 140 Jahren. Eine Zeit, in der nicht alles besser war, aber vieles anders. Eine Zeit, in der noch Kaufleute den Ton angaben und keine Heuschrecken. Echte Unternehmer und keine Spekulanten. Eine Zeit, in der ein paar Privatbankiers in der Hansestadt Hamburg zusammenfanden und die Commerz- und Diskontobank eröffneten. Wo eine Bank herkommt, ist wichtig. Wir kommen aus dem Jahr 1870. Bald darauf erschüttert die Gründerkrise das Kaiserreich. Keine leichte Zeit. Doch wer sich auskennt mit dem Geschäft, der weiß, dass leichte Zeiten selten sind. Und wer seit über 140 Jahren dabei ist, weiß auch, wie man damit umgeht. Wir kennen die Bankenkrise 1931 nur aus den Geschichtsbüchern. 2008 haben wir sie selbst erlebt. Wir haben beide überlebt. Wo eine Bank herkommt, ist wichtig. Wo sie hin will, noch wichtiger. Die Commerzbank von 1870, das sollte die Bank der kleinen und mittleren Betriebe sein. Die Commerzbank von heute ist die Mittelstandsbank überhaupt in Deutschland. Und an allen Finanzplätzen der Welt für ihre Kunden aktiv. Ob uns das stolz macht? Natürlich macht uns das stolz. Der Erfolg unserer Kunden, der Privatkunden, der Familienbetriebe, der Exportweltmeister. Das ist das, wofür wir arbeiten. Wofür wir stehen. Und wenn der Mittelstand das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, dann sind wir das Rückgrat des Mittelstandes. Weil wir unsere Kunden weiterbringen und weil der Erfolg unserer Kunden uns weit gebracht hat. Deshalb waren wir 1971 die erste deutsche Bank in New York. Wir wissen, was es heißt, im Wettbewerb zu stehen. Wir wissen aber auch, wie man aus Wettbewerbern Partner macht. Und dass es sich lohnt, für eine Partnerschaft zu kämpfen. Zugegeben, unser Zusammengehen mit der Dresdner Bank hat viel Kraft gekostet und das in einer der größten Finanzkrisen der deutschen Geschichte. Doch die Anstrengungen haben sich mehr als gelohnt. Heute sind wir nicht nur Deutschlands zweitgrößte Bank. Wir betreuen nicht nur über 15 Millionen Kunden weltweit. Heute sind wir gemeinsam viel mehr als das. Wir sind die Bank an ihrer Seite. Als die Bank, die immer den Kunden in den Mittelpunkt stellt, haben wir Erfolge gefeiert. Und als diese Bank werden wir wieder Erfolg haben. Aber in 140 Jahren Bankgeschichte gibt es nicht nur Erfolge. Genauso gibt es Dinge, die wir heute anders machen würden. Und Dinge, die wir lieber nie getan hätten. Eines aber haben wir uns in all den Jahren bewahrt. Eine Fähigkeit, die für jeden Menschen wichtig ist. Und für eine Bank lebenswichtig. Die Fähigkeit, sich nicht nur an die eigene Geschichte zu erinnern, sondern aus ihr zu lernen. Das verbindet die Commerzbank von 1870 mit der Commerzbank von heute. Auch wenn die Situation eine völlig andere ist. Die Menschen vertrauen den Banken nicht mehr. Manche Banken sagen, das liegt an den Krisen. Andere an den Börsen. Wir haben etwas getan, was für eine Bank vielleicht nicht typisch ist. Wir haben die Gründe bei uns gesucht und uns gefragt. Braucht Deutschland noch eine Bank, die einfach so weitermacht? Oder brauchen wir eine Bank, die sich wieder daran erinnert, wofür sie eigentlich da ist? Eine Bank, die endlich Schluss macht mit neuen Spekulationen auf Grundnahrungsmittel. Eine Bank, die erneuerbare Energien für die Zukunft finanziert. Eine Bank, die auch kleinen und mittleren Unternehmen Kredite gibt. Eine Bank, die ihre Berater nicht mehr belohnt, wenn sie möglichst viele Verträge verkaufen, sondern nur dann, wenn ihre Kunden wirklich zufrieden sind. Vor uns liegt ein langer Weg. Aber auch der beginnt mit dem ersten Schritt. Commerzbank, die Bank an ihrer Seite.